Sehr geehrte Damen und Herren, Frau Präsidentin, mit der Einrichtung von 12 Jugendberufsagenturen reagiert das Land Berlin auf eine Forderung des Bundes und will damit gemeinsam mit der Agentur für Arbeit eine riesige Baustelle eröffnen. Die Umsetzung wurde Mitte dieses Jahres auf Senatsebene beschlossen und die Fertigstellung soll bis zum Ende dieser Legislaturperiode erfolgt sein. Der Abgabetermin zumindest erklärt die vorgelegte Hast. Dabei soll diese gewaltige Umstrukturierung in der Agentur für Arbeit, dem Jobcenter und den Verwaltungen aller Bezirke kostenneutral vonstatten gehen. Der Appell lautet, alle bringen ihre Ressourcen mit und mit gutem Willen und ein paar Überstunden wird das dann schon. Wir finden das Anliegen der Jugendberufsagentur wichtig und richtig. Ja, Beratung und Unterstützung bei der Berufsorientierung und Ausbildungssuche für alle soll kompetent, kontinuierlich, frühzeitig, aus einer Hand und multiprofessionell sein. Wir haben in einer Anhörung gelernt, Dankeschön, in einer Anhörung gelernt, welche Erwartungen Experten an eine Jugendberufsagentur haben, aber auch die dringenden Empfehlungen gehört. Unisono heißt es, kostenneutral geht's nicht. Und es besteht akuter Handlungsbedarf. Es geht nicht, dass nach dem Ende der Schulpflicht die schwierige Aufgabe der Berufs- und Ausbildungsfindung in einer immer komplexer werdenden Arbeitswelt komplett individualisiert wird. Dass die bisherigen staatlichen Maßnahmen unzureichend sind oder nicht greifen, angefangen von der Berufsorientierung in der Schule, über die fast auf Null gefahrene berufliche Beratung in den Jugendämtern und über die schlechten Vermittlungszahlen der Arbeitsagentur, belegen etliche Zahlen. Berlin hat im U20 und im U25-Bereich mit weitem Abstand die höchste Arbeitslosenquote bundesweit. Über 21 Jahre alt sind Berliner Jugendliche im Durchschnitt, wenn sie ihre erste Ausbildung beginnen. Demgegenüber konnten zum Beispiel 2013 34% der Berliner Unternehmen ihre freien Ausbildungsplätze nicht besetzen. In 80% der Fälle fehlten geeignete Bewerbungen, beklagt wurden mangelnde Ausbildungsreife, mangelnde Berufsorientierung. Aus jedem vierten Betrieb traten die Bewerber den Platz gar nicht erst an. Und in circa 33% der Fälle wurde der Ausbildungsvertrag in den ersten 6 Monaten schon wieder gelöst. Das heißt, die Jugendlichen sind nicht auf ihren neuen Lebensabschnitt vorbereitet und die Unternehmen nicht auf die Jugendlichen. Im Ergebnis waren im August dieses Jahres 4.000 Ausbildungsplätze unbesetzt und über 6.500 Jugendliche sind noch auf der Suche nach einer Stelle. Und noch ein negativer Spitzenwert bleibt uns nicht erspart. Auch die Zahl der Ausbildungsbetriebe ist in Berlin mit 13% am geringsten, was natürlich auch mit der Struktur der Berliner Wirtschaft zusammenhängt, die durch Klein- und Kleinstunternehmen geprägt sind. Die Herausforderung ist also gewaltig, denn das wird sich, und das, denke ich, wird sich auch so schnell nicht ändern. Darf ich Sie kurz unterbrechen, Frau Abgeordnete? Mhm. Meine Damen und Herren, der Hintergrundgeräuschpegel ist relativ hoch. Danke, so ist viel besser. Fahren Sie bitte fort. Ja, danke schön. Ich mache immer weiter, ja? Das Wort hat jetzt Frau Abgeordnete. Ja, vielen Weller. Dank. Es geht doch um Dankeschön. Ein wichtiges Thema, um die Jugendarbeitslosigkeit. Das sollte schon das Land Berlin etwas mehr interessieren. Wir meinen, eine neue Jugendberufsagentur muss sich daran messen lassen, ob es ihr gelingt, mehr junge Menschen als bisher in eine Ausbildung zu vermitteln, und zwar in eine, die auch passt, sonst brauchen wir sie nicht. Mit einer bloßen Umstrukturierung von Verwaltungseinheiten und der Mehrausbeutung ohnehin knapper bezirklicher Ressourcen, wie es jetzt durchklingt, wird es nicht funktionieren. Zumal in den Bezirken viele gute gewachsene Strukturen, Projekte und Kooperationen bereits existieren. Und es ist ja wohl klar, dass die Bezirke ihre Erfolge nur ungern aufs Spiel setzen, wenn sie als Partner für das neue Projekt nicht ernst genommen werden. Sie brauchen natürlich für die zusätzliche Aufgabe zusätzliche Mittel. Und woher sollen die benötigten Ausbildungsplätze kommen? Wir können hier beraten und vermitteln, so viel wir wollen. Wenn die Unternehmen sich nicht bewegen und ausreichend Ausbildungs- und Praktikumsplätze bereitstellen. Hier braucht es verbindliche Vereinbarungen mit den Wirtschafts- und Handwerksverbänden, die sich auch bei der Finanzierung der Jugendberufsagentur beteiligen sollten. Schließlich sind auch Sie die Profiteure von guter Ausbildung. Nicht nur auslesen, sondern auch fördern, bitte. Zu lichten ist das sogenannte Übergangssystem ein teurer Maßnahmendschungel, der die Jugendlichen zwar vorübergehend von der Straße weg und aus der Statistik der Jobcenter heraushält, aber selten zu einem regulären Ausbildungsverhältnis führt. Das ist, denke ich, die wichtigste und gewaltigste Aufgabe in diesem ganzen Kontext. Klar ist,
Hier gehören bei der Schaffung der Jugendberufsagentur noch viele Akteure mit ins Boot, vor allem die Schulen, die fehlen noch, die Berufsschulen, die Träger aus dem Übergangssystem fehlen. Es heißt ja, wenn du schnell sein willst, geh alleine. Wenn du weit kommen willst, nimm ein paar Auskenner mit. Und bei der Gelegenheit nehmen Sie gleich für die Finanzierung auch den Auftraggeber Bund bitte mit auf den Weg. Unser Antrag hier ist absolut konstruktiv gemeint. Er beschreibt etliche Kriterien für das Gelingen dieser wirklich wichtigen Aufgabe, nämlich wenn Jugendberufsagentur schon sein muss, dann bitte richtig. Danke.